Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von mir. Ich heiße Rena und ich öffne mit euch heute dieses Paket. Einige von euch kennen das vielleicht schon, wenn man dieses Logo hier sieht, The One with the Diamond Art. Die Firma sitzt in England, jedoch verschicken sie ihre Bilder direkt aus China. Und die Mädels, die sind da sehr nett und super schnell im Kundenservice. Ich hatte Probleme mit meinem Paket und zwar stand da immer, dass es bei DPD abgegeben wurde, im Parcelship, aber hat mir keine Adresse angezeigt. In welchem Parcelship? So. Ich wohne in Hamburg und da gibt es so ein paar Möglichkeiten, wo man bei DPD in irgendeinem Parcelship etwas abgeben kann. Ja, das war ein bisschen schwierig, aber die Mädels, die haben mir sofort, also das hat keine 2 Stunden gedauert, da haben die mir per E-Mail schon geantwortet und haben mir geholfen, da mit DPD Kontakt aufzunehmen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man nur die internationale Tracking-Nummer hat und nicht die örtliche von DPD. Dann kommt man nämlich auch in dieser DPD-Hotline überhaupt nicht weiter. Genau, es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann eine andere Telefonnummer ausprobiert habe und da ging dann tatsächlich auch eine Person ran und nicht so eine Answering-Maschine. Ja, was soll ich sagen? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir packen aus. Ich habe 2 bestellt. Das heißt, die 2 Kartons waren quasi nebeneinander, auch mit dieser grauen Folie umwickelt und haufenweise Klebeband. Insofern, die Kartons sind zwar ein bisschen geknickt, aber ansonsten sind sie einwandfrei angekommen. Und jetzt wollen wir mal gucken. Das andere Unboxing kommt dann irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt. Mal erstmal gucken, wo hier aufgeht. So, sie haben hier noch so Filmmaterial reingepackt, damit die Sachen da drin nicht hin und her fliegen. So. Genau, diese Dinge können dann weg. So, wir haben hier auch eine flausche Leinwand, das merkt man schon, und eine weiche, eine dünne. Nee, sagt man dünne? Ja, ich habe so ein 30x40 Bild, auch mit so einer Filzleinwand, aber die ist viel, viel dicker und die hier ist dünner. Dadurch ist sie ein bisschen flexibler, ist auch abgesteppt. Ja. Genau, so, was habe ich für ein Bild? Genau, die Spannung steigt. Ich mache es einfach mal auf und zwar also The One with the Diamond Art hat lizenzierte Bilder. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier... Ich muss euch das dann gleich nochmal einblenden. Die Größe ist 70x70. Kriege ich hier gar nicht rauf. Ihr seht schon. So, ich muss das hier ein bisschen umziehen. Ein Batzen an Steine. So, wo ist denn hier oben? Da oben ist oben. So, ihr seht es. Wir haben eine Visitenkarte auch. Von The One with the Diamond Art. Massig Steine, die gucken wir uns gleich an. Und hier ist das schicke Bild. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst bei 70x70. Also bei The One with the Diamond Art könnt ihr wählen zwischen verschiedenen Größen. Ich glaube, hier ging das los bei 60x60 und geht hoch, glaube ich, bis 1,20 m x 1,20 m. So. 60x60 wollte ich nicht nehmen, weil ja schon sehr viele Details drauf sind auf dem Bild. Ne? Gerade so hier in ihren Haaren und so. Aber ich konnte mich jetzt auch nicht durchringen, noch größer zu nehmen, weil dann habe ich auch ein Problem mit dem Painten. Und das soll ja irgendwann auch mal fertig werden. Und hier unten haben wir den schönen Pilz. Ist so ein bisschen Steampunk. Sie hat so ein paar Elemente hier, das sieht man jetzt gar nicht so richtig auf die, also hier jetzt auf der Leinwand. Aber hier unten
Hier am Arm hat sie ein bisschen Steampunk. Also wenig Details, aber ein paar. Dann hat sie hier diese Bubbles, haben wir ein bisschen Color Blocking. Aber ansonsten haben wir verdammt viel Konfetti. Sieht man hier auch an ihrem Kleid, Corsage und in den Haaren natürlich auch. Ne? Das ist ja auch hier unten im Pilz. Ja, hier natürlich auch, um die Tiefe darzustellen. Ah, die Folie ist geteilt. Auch nicht schlecht. Kann man gleich mal, ja, Klebekraft ist gut. Genau. Wir haben hier, ach ja, genau. Ich habe noch gar nicht die Künstlerin gesagt, ne? Aber viele, die Finira folgen, haben das sofort erkannt. Wir haben hier 70 mal 70. Eckige Steine habe ich genommen, keine runden. Und Steampunk Pixie heißt das Mädchen oder das Bild von Finira. Finira ist eine deutsche Künstlerin, AI-Künstlerin. Ist auf Instagram auch. Kann ich euch verlinken in der Videobeschreibung. So, was haben wir? Wir haben, also wie gesagt, 70 mal 70. 50 Farben. Und ich habe die Version genommen mit Pearl Shimmer. Ich denke, das sind so eine Art Fairy Dust. Und zwar haben wir davon, das ist hier mit einem Z gekennzeichnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück. Okay, und wir haben diese Farben auch nicht nochmal vertreten. Genau, das heißt, da wurden richtige Farben ausgetauscht. Also nicht ein Teilaustausch, sondern komplett. Das gucke ich gerade hier durch. Genau. So, ich würde sagen, wir haben hier ja auch noch eine Legende. Wir gucken mal. Masse Menge Steine. Hier haben wir die Legende nochmal, die ist sehr schön eng gedruckt. Das finde ich gut, dann kann man die gleich so durch ein Sticker-Maker ziehen oder auf Backpapier und dann mit Transferfolie. Dann braucht man das nicht nochmal tausendmal zu zerschnippeln. Und man hat dann gleich die Symbole und den DMC. Die DMC-Codenummer. So, hier haben wir auch nochmal das Bild. Ein bisschen schwach gedruckt jetzt hier, aber ich denke, ihr könnt es gut erkennen. Ist sie nicht hübsch? Mit Schmetterlingen. Insgesamt haben wir hier 88.619 Steine. Das ist auch mal eine Hausnummer. Klingt immer ganz schön viel, ne? So, dann nehmen wir jetzt mal, gucken wir uns mal die Z-Nummern an. Ich gucke mal, ob ich die hier finde. So, hier haben wir schon mal eine. Und die haben so ein so eine Glitzeroberfläche. Hier sieht man das ganz deutlich. Hier kann man das gut erkennen mit diesem Glitzer. So, jetzt haben wir alle beisammen. Also hier haben wir so die 210. Hier kann man es, denke ich, auch ganz gut erkennen, hier unten. Mit so einem Glitzerschimmer. Die Farbe mag ich ja auch. 3846. Blau. Also wir haben hier so ein Summenzeichen, das ist hier die 996, das ist auch eine schöne Farbe, aber mir gefällt die Farbe besser. Das hat so ein Summenzeichen, das haben wir hier in den Flügeln, ist das vertreten. Hier vereinzelt. Das Summenzeichen immer mal so ein, zwei Steine.
Hier, hier, auch in den Augen. Und hier haben wir auch das Pfundzeichen. Und das Pfundzeichen ist hier dies Blau. Ist auch hier in den Augen. Zwei, drei Steine hier. Hier oben im Hut. Seht ihr überhaupt den Hut? Nee, seht ihr gar nicht mehr. Den Hut. Hier. In der Krempe vom Hut. Hier in der Blume ein bisschen. Genau. Dann haben wir die 712. Das haben wir auch hier so an den Seiten in den Bubbles drin. Das ist diese Farbe. 712 ist auch so ein Cremeweiß. Creme. Ne, wenn man die beiden jetzt nebeneinander hält. Also das hier ist 5200. Sind beides diese Glitzerschimmer drauf. Und 5200 hat so ein, ja, wie so ein Delta-Zeichen, sowas in der Art. Ist auch in den Bubbles teilweise drin, aber nur vereinzelt. Aber das bedeutet, dass die ganze Bubble aus diesem Pearl-Schimmerstein besteht. Genau, also die Bubbles sehe ich jetzt gerade, die bestehen alle aus, bis auf diese gelben, die nicht. Aber hier Pearl-Schimmer, hier Pearl-Schimmer, hier Pearl-Schimmer. Und hier auch vereinzelt, so die Blasen. Ich bin super gespannt, ob man das überhaupt sehen wird nachher auf dem Bild, dass da welche dabei sind mit Pearl Shimmer, weil man sieht das ja nicht so direkt. Ne? Also sie sind ein bisschen unscheinbarer als AB-Scheine. Ich bin gespannt, ob man es überhaupt sieht nachher im Bild. Genau, das soll es erstmal von mir gewesen sein. Ich werde dieses Bild auch bald abkitten, weil ich es dann auch gerne starten möchte, um zu sehen, ja, wie die Fortschritte so sind und wie es dann nachher auch rauskommt. Okay, ich halte euch auf dem Laufenden. Bei Instagram könnt ihr mich auch verfolgen. Dort poste ich regelmäßig auch dann mal aktuelle Zwischenstände. So, ich habe das Toolkit ganz unterschlagen. Das kommt hier in so einem schönen Organza-Säckchen. Und wir haben ein Squishy, einen Glitzerstift. Den Squishy kann man hier so raufstecken. Genau. Dann haben wir noch zwei Aufsätze dazu. Einmal so ein Dreieraufsatz und einmal hier eine Siebener oder so ist das. Oder ein Sechser. Ne, ein Sechser ist das nicht. Das passen mehr drauf. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich benutze die dicken extra bei Ecking gar nicht, weil die drücken mir dann immer Zwischenräume zwischen den eckigen Steinen. Das passt gar nicht. Wir haben ein sehr schönes Washi-Tape. Ist auch ein bisschen was drauf. Das gefällt mir richtig gut. Passt auch zu dem Kit. Das werde ich dazu benutzen. Dann haben wir eine richtig volle Box Wachs. Das sind gar keine Plättchen, oder? Ah, okay. Also es sieht aus, als wenn das keine Plättchen sind, sondern so reingepresst ist und einfach hier oben dann halt einfach eine Schutzfolie draufgeklebt ist. Also drauf gemacht wurde. Falls ihr schon mal von einem Toolkit von The One with the Diamond Art habt, wie ist das bei euch? Sind das Plättchen? Also es sieht tatsächlich auch aus, als wenn das hier Masse ist. Ne, volles Wachs sozusagen. Okay. Und dazu haben wir noch zwei Plättchen. Ja, das reicht ja massig, ne? Ich habe einen Aufsetzer unterschlagen. Guckt mal, wir haben sogar drei Aufsätze. Halt, das ist ja richtig umfangreich. Und wir haben zwei, drei, vier, fünf Zipptütchen mit dabei. Und wir haben ein Mosfa-Schiffchen, so eine Art Mosfa-Schiffchen mit erhobener Seite. Das heißt, wenn es auf der Leinwand festklebt, ist es leichter abzumachen. Genau, gerade hier bei diesem vielen Konfetti arbeite ich gerne mit diesen kleinen Schiffchen. Konfetti heißt, wir haben öfter Farbwechsel und das haben wir ja hier zum Teil auch. Genau, das wollte ich euch nicht unterschlagen. Ach ja, und eine Pinzette haben wir auch.
Ist auch gut Zucht dran. Spitz. Genau, mit Kappe. Finde ich sehr gut. Genau. Das soll es aber jetzt auch gewesen sein. Genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Painten. Tschüss!